Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Mantis Mantis von Ingo Cesaro. Für alle Experten undenkbar. Auch für mich, obwohl ich mich nicht unbedingt zu den Experten zählen würde. Insekten züchte ich schon viele Jahre aus Spaß, mit manchmal gutem, meistens aber mäßigem Erfolg. Begonnen habe ich mit der Zucht von Gottesanbeterinnen von Mantis religiosa, die ich in Südfrankreich fing und mit nach Hause transportierte. Es ließ sich ganz gut an, aber mit der Nachzucht klappte es einige Jahre nicht. Dann kaufte ich bei einem erfahrenen Züchter ein halbes Dutzend Mantiden, die größer wurden als die aus Südfrankreich, so um die 8 bis 10 Zentimeter. Wenn ich im Sessel saß und zum Beispiel las, dann wusste ich, dass mich meine Gottesanbeterinnen fest im Blick hatten. Kopfunter hingen sie an einem Ästchen. Öffnete ich das Terrarium, dann wurden sie zwar nervös, aber ich konnte sie auf die Hand nehmen, ohne dass sie versuchten, mir meinen Finger mit ihren Fangarmen aufzuspießen. Über das Internet fand ich einen Züchter in Thailand, der Riesenmantis anbot. Lange zögerte ich, denn ich musste an das Beschaffen von Futter denken. Gaben sich meine mit mittelgroßen Futterheimchen zufrieden, auch mit Fliegen, die ich aus Maden züchtete, so musste ich einer Riesenmantis mindestens Futterheuschrecken vorsetzen, um sie satt zu bekommen. Ein Jahr später schickte ich eine E-Mail nach Thailand und bestellte 2 Pärchen dieser Riesenmantis beim Züchter. 2 Wochen später kam ein Päckchen mit 4 Riesenmantis. Ich konnte es nicht glauben. Die Weibchen, beide ca. 18 Zentimeter, die beiden Männchen immerhin ca. 12 Zentimeter lang. Der dreieckige Kopf der Weibchen maß ungefähr 4 Zentimeter Seitenlänge. Sie waren ziemlich schwach und ich richtete ein Terrarium für sie ein, das 80 Zentimeter hoch und 60 Zentimeter im Quadrat war. Etwa 30 Heimchen hatte ich vorrätig und fütterte sie. Für die 4 nur eine Vorspeise. Dem Zoohändler kaufte ich seinen Vorrat an Futterheuschrecken, die ca. 5 Zentimeter lang waren, ab. Ungefähr 60. 20 verfütterte ich gleich. Eine halbe Stunde später waren alle verspeist. Ich ging davon aus, dass sie während der 5 Tage unterwegs nichts zu fressen hatten und ziemlich ausgehungert waren. Gut, dass sie getrennt verpackt waren. Allerdings hatte der Verkäufer sie vor dem Versand noch ausreichend gefüttert. Züchter von Insekten, aber auch andere Leute kamen, um sich die Riesenmantis anzuschauen. Natürlich holte ich sie nicht aus dem Terrarium heraus, denn mein erster Versuch endete damit, dass eine Mantis ein Stück Fleisch aus meinem Zeigefinger herausgerissen hatte. Ich war gewarnt. Der Sommer war heiß, und so zogen die 4 in eine Voliere auf der Terrasse. Die eine Hälfte stand immer im Schatten, weil ich nicht wusste, wie viel Sonne sie vertragen konnten. Es war Ende Juli, als ich eines Tages bemerkte, dass die Tür der Voliere nur angelehnt war. Der Sicherheitsdraht war durchschnitten. Ein Weibchen fehlte. Die anderen hatten es offenbar noch nicht bemerkt oder waren zu satt, um sich in der näheren Umgebung umzuschauen. Tagelang suchte ich im Garten, auch in der Nachbarschaft. Erfolglos. 2 kleine Häufchen mit Federn fand ich unter dem alten Apfelbaum in meinem Garten. Natürlich dachte ich sofort an die Katze des Nachbarn, die es schon immer auf die Singvögel abgesehen hatte. Aber eine Woche später war sie verschwunden und die Nachbarn liefen mit verweinten Augen herum und fragten nach ihrer Katze. Unter einer Hecke fand ich ihr Halsband, ließ es aber liegen und verriet es niemanden. Keine Woche später suchte ein anderer Nachbar seinen Dackel. Die Nachbarin, deren Katze verschwunden war, schob es auf Hunde und Katzenfänger, die die Gegend unsicher machten. Natürlich suchte ich immer noch nach meiner Mantis, denn kühlere Nächte würde sie sicherlich nicht überleben. Auch waren die letzten Wochen ziemlich trocken gewesen und ich hatte sie, wie auch die anderen Mantiden, 2-mal in der Woche ziemlich heftig eingesprüht, was sie immer sehr genossen.
Die Feuchtigkeit brauchten sie für ihre Häutungen. Als ich wieder mal meinen Nachbarn traf, sprach er von einem Killertier, das hier sein Unwesen treiben musste, denn auch der Schäferhund einer Witwe war spurlos verschwunden. Sie war gleich zur Polizei gerannt, aber es kam nur eine Anzeige gegen Unbekannt dabei heraus. Aber das Wort Killer ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sollte etwa mein Rieseninsekt? Das konnte nicht sein. Ich verdrängte diesen Gedanken sofort wieder. Eine wahnsinnige Idee. Hatte sie sie genauso getötet wie ihre andere Beute? In einem Fachbuch hatte ich mal gelesen, dass man Riesenmantiden beobachtet hatte, die Stallhasen, aber auch Hühnchen getötet und aufgefressen hatten. Mantiden töten ihre Opfer durch einen Biss ins Genick und verspeisen es dann fast vollständig. Oder aber sie fangen einfach irgendwo an zu fressen und fressen weiter, bis es ihnen reicht. Aber den Schäferhund des Nachbarn, da musste sie am Verhungern gewesen sein. Jede freie Minute nutzte ich, um nach der Mantis Ausschau zu halten. Ihre grüne Farbe half ihr, sich vorzüglich zu tarnen. Traf ich andere Züchter, erkundigte ich mich bei ihnen, ob sie es für möglich hielten, dass eine Riesenmantis einen Dackel oder gar einen Schäferhund töten und auffressen könnte. Der Züchter in Thailand hielt es nicht für ausgeschlossen. Er mailte mir, dass man regelrechte Horrorgeschichten in seinem Lande erzählte. Sogar ungezogenen Kindern drohe man damit, sie von Riesenmantiden auffressen zu lassen. Auch von wahren Begebenheiten erzählte er mir. Jägerlatein? Aber in Thailand hatten sie doch Gift und Würgeschlangen genug, auch Skorpione und giftige Spinnen, die sich für solche Geschichten besser geeignet hätten. Als zwei weitere Hunde in der Straße verschwanden, befragten Polizeibeamte alle Bewohner nach Beobachtungen. Ich konnte, wie alle anderen, der Polizei nicht weiterhelfen. Oder doch? Fast hätte ich etwas von den Killern aus Thailand erzählt, auch von meiner ausgebüxten Riesenmantis. Ich schwieg dann doch, um mich nicht lächerlich zu machen. Jedenfalls versprach ich, jeden noch so geringen Verdacht zu melden. Mitte September gab es erste kühle Nächte. Ich redete mir ein, dass meine Riesenmantis diese nicht überlebt haben konnte. Im Terrarium war eine ziemlich konstante Temperatur von 28 Grad gewesen und in der Voliere circa 24. Nachts hatte ich sie ja immer ins Zimmer gestellt, damit sie nicht so stark abkühlten. Ich stellte mir vor, dass sie zwischenzeitlich eingegangen war und Vögel hatten den Körper aufgefressen. Die Flügel hatte der Wind, wer weiß wohin, geweht. Einer unserer Nachbarn war Direktor einer Filialbank im Städtchen. Zu seinem runden Geburtstag waren wir eingeladen und konnten nicht absagen, weil uns die Ausreden ausgegangen waren. Die gängigen hatten wir schon verbraucht, also gingen wir hin. Nein, ich konnte nicht ausgelassen feiern und fröhlich sein wie all die anderen Gäste. Es waren um die 50 und die meisten kannten wir. Die wenigen anderen wurden uns vorgestellt. Doch mich beschäftigte eine Beobachtung von vorhin. Als ich den Mantel meiner Frau in der Garderobennische auf einen Bügel hängte, war es mir, als beobachteten mich die Augen einer Riesenmantis. So groß wie ein Kinderkopf. Unmöglich, dachte ich, es muss eine Puppe gewesen sein, aber Kinder gab es hier gar keine. Natürlich drehten sich die Gespräche in den kleinen Gruppen, die sich nach dem Essen gebildet hatten, vorwiegend um die verschwundenen Katzen und Hunde. Immer neue Fälle wurden ins Gespräch gebracht. Einige Nachbarn ließen ihre Haustiere nicht einmal mehr in den eigenen Garten, weil sie Schlimmes befürchteten. Zumindest wollten sie abwarten, bis dieses rätselhafte Verschwinden der Katzen und Hunde aufgeklärt würde. Wir verabschiedeten uns kurz vor Mitternacht. Ich wollte unbedingt die Garderobennische absuchen, um mir meine Täuschung zu bestätigen. Ich schrie auf, taumelte zurück. Die Riesenmantis hatte, als ich zwei Mäntel an den Bügeln auseinanderschob, mit ihren Fangarmen nach meinem Arm gegriffen.
Ich spürte einen starken Schmerz und das warme Blut, das mir über den Arm lief. Geistesgegenwärtig hatte ich meinen Arm schnell zurückgezogen, so dass ich nur 3 tiefe Wunden gerissen hatte. Gott sei Dank wurde ich nicht gestört. Schnell suchte ich die Toilette auf und mit einem Handtuch verband ich meinen Arm und wischte mit einem Lappen die Blutspritzer vom Boden auf. Was sollte ich tun? Eilig verließen wir das Haus. Auf der Straße erzählte ich meiner Frau von diesem Vorfall, allerdings flüsternd. Es war zu unwahrscheinlich. Fast wäre sie ohnmächtig geworden. Mir kam es wie ein Albtraum vor. Eine Riesenmantis in der Garderobe, die Menschen anfällt. Ach, wären bloß die Schmerzen im Arm nicht gewesen. Sollte ich meinen Nachbarn warnen? Ich verschob es auf den nächsten Tag. Am frühen Abend wollte ich gerade das Haus verlassen, um ihn aufzusuchen, als der Nachbar von gegenüber, Herr Löffler, zusammen mit Herrn Lückert, dem Bankdirektor, an der Haustür klingelte. Löffler war so aufgeregt, dass Lückert schließlich erzählen musste, dass Hilde, Löfflers Frau, seit gestern Abend spurlos verschwunden sei. Erst hätten alle angenommen, sie sei einfach früher nach Hause gegangen, weil sie sich unwohl gefühlt habe, aber niemanden beunruhigen wollte, auch das Fest natürlich nicht stören wollte. Aber zu Hause war sie nicht. Ob sie sich verirrt habe, warf ich ein, aber beide schüttelten den Kopf. Die Polizei sei jetzt schon seit 2 Stunden unterwegs und suche die Gegend ab. Nein, sie habe nie Depressionen gehabt, war ja auch als eine vergnügte Person bekannt. Also sowas scheide ganz sicher aus. Also doch die Riesenmantis, dachte ich für mich. Sollte ich es sagen? Niemand würde mir glauben, ich würde mich lächerlich machen. Wenn ich an den großen Kopf dachte, dann musste der Körper mittlerweile 60 bis 80 Zentimeter lang sein. Aber hey, das war eine erwachsene Frau. Da müssten wenigstens die Kleidungsstücke gefunden werden. Die Kriminalpolizei schloss ein Gewaltverbrechen nicht mehr aus. Nur, wer sollte dieser blassen, unscheinbaren Frau etwas antun? Ein Sittlichkeitsverbrecher vielleicht? Das war vielleicht schon eher möglich. Damit hätte ich Herrn Löffler aber nicht trösten können. Sie wird ganz sicher in den nächsten Stunden vor der Haustür stehen und erklären, dass sie sich verirrt hat. Ich glaubte es zwar selber nicht, auch Löffler und Lückert schüttelten wissend die Köpfe. Ich kam mir vor wie in einem Film, ähnlich gescheiten Kommissaren in Krimis. Nur die Betroffenen hatten keine Ahnung, folgerten nicht einmal in die richtige Richtung. Alle in der Straße wurden von der Polizei befragt. Ein Foto von Frau Fiedler wurde sogar im Fernsehen gezeigt und Monate später dann auch in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Alles ohne Erfolg. Im Winter wurden neben dem Schuppen im Nachbarsgarten, nachdem der Brennholzstapel kleiner geworden war, ein Fetzen von Frau Fiedlers Jacke gefunden, die sie an dem Abend getragen hatte. Sonst nichts. Also doch ein Gewaltverbrechen. Eine Sonderkommission wurde gebildet, Speichelproben von allen Nachbarn genommen, ohne positives Ergebnis. Es gab eine Reihe von Hinweisen, aber nach 3 Monaten wurde die Sonderkommission wieder aufgelöst. 2 Tage vorher sah mich eine Kriminalistin beim Suchen des Rieseninsekts. Natürlich verschwieg ich ihr dies. »Ich suche meine Katze«, log ich sie an. Einen Tag später klingelte sie. »Sie haben überhaupt keine Katze«, sagte sie. »Das stimmt«, antwortete ich, »aber was haben Sie dann gesucht?« »Na, Spuren. Ganz einfach Spuren.« »Und wieso haben Sie mich angelogen?« »Ich wollte mich nicht als Hobbykriminalist wichtig und gleichzeitig lächerlich machen.« Am letzten Tag verhafteten sie eine ältere Frau, die am Ende der Straße wohnte. Aufgrund einer anonymen Anzeige, wie sie später herausstellte, die alte Frau hatte nämlich gesagt, dass sie sich vorstellen könne, dass jemand vor Hunger auch Fleisch von Katzen und Hunden äße.
Und als sie beim Verhör erzählte, sie habe ein Krokodil beobachtet, das gerade eine Katze verschluckt habe, wurde das Verhör abgebrochen und die alte Frau wieder nach Hause geschickt. Ein junger Mann, der noch neu in der Gegend war, wurde von der Kommissarin verhaftet und verhört. Der Auslöser war höchstwahrscheinlich sein eigenartig verschlagenes Gesicht. Doch keine Verdachtsmomente. Und nach 2 Stunden war er auf freiem Fuß. Herr Fiedler hatte nach der Auflösung der Sonderkommission eine Belohnung von 3.000 Euro ausgeschrieben. Aber etwas gab mir zu denken. Nach Einbruch des Winters verschwanden weder Katzen noch Hunde. Für mich ein untrügliches Zeichen, dass nur die Riesenmantis als Killer in Frage kam. Aber was hätte ich der Polizei sagen können, ohne dass sie mich als verrückt eingestuft und sich über mich lustig gemacht hätten? Und Nachfragen bei Mantis-Experten hätten Morde an Katzen und Hunden, vor allem aber an Frau Fiedler, einfach ausgeschlossen. Und hätten sie in Thailand nachgefragt, hätten sie nur Horrorgeschichten erfahren. Mehr nicht. Frau Fiedlers Tod wurde bis heute nicht aufgeklärt. Seit dieser Zeit schrecke ich manchmal aus Albträumen auf, schweißgebadet, weil einmal eine Riesenmantis gerade versucht, mich vom Kopf abwärts bei lebendigem Leib zu verschlingen. Ein anderes Mal werde ich zum Tode verurteilt und sitze auf dem elektrischen Stuhl und eine Riesenmantis schaltet lachend den Strom ein. Ich fürchte, ich bin mit meinen Nerven am Ende. Sie hörten Mantis Mantis von Ingo Cesaro. Es las Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.